This is my outfit of the day. What the fuck? Freunde, erstmal, was geht ab? Back in the game. Remember my name. Es ist wieder der Angel hier für euch am Start. Nicht wundern, ich bin 22 geworden und dachte mir, yo, ich nehme mal ein bisschen wieder die Cam in die Hand und film mal wieder was für euch. Auch wenn sich der Filmstil in diesem Video anders anfühlt als sonst, weil ich habe das öfter, also gerade am Anfang habe ich eher den Boden gefilmt, weil ich das eigentlich eher auf mich wirken lassen wollte, aber es war mir doch wichtig, das mit euch zu teilen, weil so ein Geburtstag ist eigentlich sehr, sehr, sehr wichtig für mich. Freunde, natürlich bedanke ich mich auch bei euch für die ganzen netten Glückwünsche und ich muss nochmal sagen, Alter, ihr gebt mir zurzeit echt viel Liebe in den Livestreams, also da geht auf jeden Fall mal ein fettes Danke an euch raus. Und noch ein fettes Danke geht raus an Familie Flutterfotze. Keine Sorge, wenn ihr nicht wisst, wer gemeint ist, die wissen schon, wer gemeint ist. Und ich habe einen Link in der Beschreibung, da habe ich detailliert und sehr ordentlich alle Sachen, die ich verwende, benutze und supporte aufgeschrieben. Das heißt, wer wissen will, was für E-Zigaretten ich benutze, was ich supporte, was für Gaming-Equipment ich habe, sprich Maus, Tastatur, Headset oder sonstiges, was ich verwende, wie diese Oberteile. Ich habe alles in diesem Link reingepackt. Sauber geordnet als Google Doc Link. Da ist für jeden was vorbei. Schaut einfach mal vorbei. Und was ganz, ganz wichtig ist, schaut mal in die Beschreibung. Da sind nämlich die Gewinner von Barshake ist dabei. Und der Gewinner vom T-Shirt vom Video, was sind meine Lieblingstabaksorten in 2017. Glückwunsch an euch beide. Ihr müsst mir jetzt nur noch auf Instagram direkt oder per E-Mail, ja, eure Adresse zuschicken. Dann würde ich sagen, allen einen guten Rutsch, denn wir sehen uns erst nach Silvester-Video und der eine oder andere weiß, mein letztes Silvester-Video war absolut heftig. Und jetzt viel Spaß mit dem Vlog. Okay, sieht man nicht, es ist 0 Uhr. Und da hat der was von euch vorbereitet. Holy shit. Holy shit. Oh, das ist auch noch mein Kuchen. Guck mal auf deinen Kuchen, wenn du da drauf gucken kannst. Da steht mein Name! Oh mein Gott, das ist mein absoluter Lieblingskuchen. Ich hab dir gesagt, es wird einen geilen Kuchen geben. Und es wird einen geilen Kuchen geben. Oh mein Gott, hier oben ist ja auch noch was. Hab ich gar nicht gecheckt vor. Das musst du dir alle auspusten, ne? Ach du Scheiße. Wie soll ich die denn auspusten? Ja komm, du musst mal halten sein. Kennst du noch Avatar, die Luft in die Nein! Oh. Also ich würde sagen, ein bisschen weniger Shisha, dann läuft das auch nächstes Jahr mit den ganzen Auspusten. Und jetzt wird Kuchen gegessen, sagst du? Ich glaube, der ist auch verkauft. Ich brauche mir immer diese Dinge. Nicht so Schokolade. Oh, das ist hat er gehört, ne? Das ist noch voll eingefroren. Echt? Die Angel Merch, beste mein Merch. Mein Gott, seid. Hier gibt's heute Eis. Ich hör's. Weißt du, da war man gerade gechillt mit dem Boy hier am Shisha. Ey, du musst zugeben, das sieht echt sexy aus, oder? Dass sie der, ja, ich okay, weiß nicht. Ein bisschen Farbe kommt, ne? Ich weiß nicht, wer die Toffifees hier gegessen hat. Ich war's nicht. Wir waren ja noch gediegen am Zocken. Ja, bitte. Ich hab so Bock auf den Kuchen. Warte, ich brauch ein geiles Thumbnail. Ich werde das so reinschneiden. Ich habe gerade sogar noch eine E-Zigarette hier gewickelt. Man kennt ihn. Freunde, Livestreams, Twitch, Danger 32, ihr wisst Bescheid. Bitte, lass nicht die Shisha kaputt gehen. Egal, was hiermit passiert. Lass nicht die Shisha mit drauf gehen. Kommst du wieder? Mein Teppich dreckig, ne? Wieso wieder? So viel versautes Zeug, wie wir auf den Teppich angerichtet haben. Nee, auf den Teppich haben wir kein Sex gehabt. Aber du hast einen Landloch da reingemacht. Was ist los, Bruder? Nasenblumen. Ist da? Für mich wie Silvester. Ja, jetzt schon so Wein und so. Jedes Mal die gleiche Frage. Das ist kein Wein, das ist, wenn man etwas Prosecco anbietet. Pass mal auf, Süße. Scheiße. Prost auf meine grauen Haare. Ja, wir müssen jetzt, warte, wir müssen jetzt beide so gehoben. So gehoben sein, richtig so. Sir Yuri, möchten Sie noch einen Wein konsumieren? Fahren. So, Leute, nächster Tag ist angebrochen.
Das sind meine Geschenkkarten, die ich bekommen habe. Alter, sieht hier trostlos aus. Erstmal das geile Licht hier. Oh yes, schon viel besser. Ich weiß, hier sieht's aus, als hätte eine absolute Bombe eingeschlagen. Aber das ist manchmal einfach so. Ich war jetzt noch gerade ganz gechillt bei meinem Opa feiern mit der Family. Fragt euch sicher, was ich geschenkt bekommen habe. Ich habe eine geile Bugatti-Tasche bekommen. Die wollte ich schon immer haben. Die gab es bei Real im Angebot. Dazu noch so ein Nikolaus und noch eine Fernbedienung für den Fernseher. Hier Alkohol, da Kekse. Freunde, der beste Merch. Sogar als Trainings-T-Shirt. Jetzt wird sich gediegen, der Monster gegrappt, würde der ein oder andere Streamer jetzt sagen. Da wir gerade von Streamern reden, ich werde jetzt Livestreamen. So, für alle, die jetzt fragen, ich bin 22 geworden. Das eine oder andere Grauhärchen ist schon am Start. Gestern noch mit Juri gezockt, Rainbow Six Siege, der zum ersten Mal Rainbow Six Siege gespielt, war auch ziemlich cool. Alter, Freunde, hier sieht's aus. Ich bereite mich gerade vor fürs Fitness, hier mit meinem Shaker, und ich gucke mir noch so ein Video an über das Brustworkout. Ich muss mich da verbessern. Nebenbei noch eben Montes Stream von gestern geguckt. Man sieht, das Video von Barshake habe ich abgedreht. Den Link seht ihr da oben, Freunde. Ist ja auch dementsprechend fertig aus nach meinem Geburtstag, und jetzt geht's erstmal ins Training. Yeah, baby. Let's go to the gym. Gibt's hier eigentlich Leute von euch, WTF, da hinten ist ein Krankenwagen. Ja, moin. Gibt's eigentlich Leute von euch, die ins Gym gehen, und habt ihr irgendwie so eine Art Ritual vor dem Gym? Also ich muss immer mein Eibrot gegessen haben, und ich muss immer richtig fette Disco-Mucke im Auto hören. Jetzt gerade habe ich mein Handy nicht aufgeladen, sprich, ich kann keine Disco-Mucke hören, sprich, ich werde gleich im Gym abkacken, Digga. Und was denken sich die Leute hier, wenn sie so einen Typen sehen, der die beim Fahren filmt? Scheiße, man muss los, der Durchfall drückt. Wo hast du denn Gearbest? Gearbest, hallo? Digga, wie der Hund mich da anguckt, richtig nice. Digga, das ist einfach so ein China-Shipping-Transporter. Bringt ihr die E-Zigaretten schon zu mir? Ja, ne? Ja, alles klar, ich komm dann nachher. Jo. Ja, Freunde, was lernen wir daraus? Legt euch nicht mit den Kids in der Hood an. Sonst sieht euer Auto bald so aus. Freunde, ich bin jetzt angekommen im Fitz. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt erkennen kann. Meine Kamera. Ach, nix, meine Kamera. Mein Mikrofon ist im Arsch. Und ich probiere jetzt das interne Mikrofon von der Sony Alpha 7S II aus. Ich hoffe mal, der Klang ist für euch sehr deliziös. Und ich mache mich jetzt auf den Gym, Alter. Ich hab so richtig Bock, Mann. Auch wenn das Wetter nicht stimmt, die Motivation muss immer stimmen, Digi. Freunde, Training war Killer. Training war absolut Killer. Denke ich, sehe auch dementsprechend aus, dass es auch Killer war. Worauf ich jetzt richtig Bock habe, ist einkaufen, Digga. Einkaufen. Ich will dieses Brot. Dieses Art Pita-Brot zum Toasten. Das ist so geil, Alter. Da habe ich so mega Bock drauf. Ich glaube, ich hole mir davon erstmal 3 Stück. Gerade noch drin Abonnenten getroffen. Ziemlich chillig. Die haben mich zwar alle richtig behindert angeguckt, weil ich da ein Foto mit ihm gemacht habe. Aber Grüße gehen nochmal raus an dich, Brudi. So, Freunde, ich gehe jetzt erstmal einkaufen. Wir sehen uns gleich wieder. Guck mal hier. Wer stellt sich hier mit seinen Armen gehen? Grüße gehen raus an dich, Anis, Brudi. So, was habe ich mir denn jetzt gegönnt? Jetzt kommt wieder Stevens Einkauf. Erstmal ein paar Chips. Einmal für mich in scharf und einmal für die Süße in Ungarisch. Das ist mein Portemonnaie. Milch und noch mehr Brot. Das war's mit Stevens Einkauf. Freunde, guckt euch das Baby an, Digga. Holy shit. Und der hat so eine richtig heftige Optik. So, aber so eine richtig heftige, Digga. Ich hoffe mal, der hat damit kein Problem, dass ich das jetzt filme. Aber holy shit, ist das ein gut gemachter Porsche. Und ich bin kein Porsche-Fan, ne? Die Frau neben mir muss sich auch denken, was macht der Kerl hier? Ne, den Sonnenuntergang genießen. Ah, ne, den Sonnenaufgang, ne? Ja, moin, muss los, Diggi. Ganz, ganz dringendes Durchfall. Digga, sieht das heftig aus. Regie, bitte einmal Slow Motion einfügen, danke. So, Freunde, wir sind wieder zurück in der alten Umgebung. Der LED-Tisch ist noch aus. Ich habe jetzt noch vergessen, die Gewinner vom Adventskalender, dass die ihre Pakete bekommen, beziehungsweise dass ich die losschicke. Ich habe es einfach voll vercheckt. Ich weiß gar nicht, was mit mir los war. Eigentlich wollte ich das auch live in dem Vlog hier aufnehmen, wie ich die Pakete rausschicke, weil viele sagen ja mal, oh ja, das ist fake und alles. Und ich würde keine Gewinnspiele machen, wenn die fake wären. Ganz im Ernst, ich hasse Leute, die ihre Gewinnspiele faken. Bekomm auch du jetzt einen breiten Oberkörper mit dem Angel Merch. Diese Flügel mit dem Angel.
Internet. Ich denke, mein Körperfettanteil dürfte über 15% liegen. Werden auch sie mit dem Angel Merch dünn. Okay, ich bin immer noch fett. So, Freunde, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Like und einen Abo da. Ist auch alles kostenlos. Auf Twitch werde ich immer Livestream der Angel 32 und ich habe einen Gaming-Channel. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Der ist zwar gerade inaktiv, aber ich möchte ihn wieder ins Rollen bringen. Ich denke heute Abend so gegen 19 Uhr wieder einen Livestream. Freunde, das Geld kommt nicht allein in die Tasche. Voll viele meinen auch, ich meine das ernst. Tue ich auch. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt so wie ihr seid. Ernährt euch nicht so wie ich. Haut rein. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Verarscht.